Hallo und herzlich willkommen zu RWE, unserem Rot-Weiß-Magazin. Heute senden wir aus der Geschäftsstelle des FC Rot-Weiß. Wir haben für Sie folgende Themen vorbereitet. Der Prominententipp. Nur für Frauen. 111 Mal nach Paris. Rot-Weiß gegen Plauen. Klartext vor dem 10. März. Aber zuerst die Tore vom Sachsenspiel. Beim letzten Heimauftritt der Rot-Weißen stand das Spiel in der ersten halben Stunde noch ziemlich auf der Kippe. Steffen Kraus musste in dieser Szene Kopf und Kragen riskieren, um einen Rückstand zu verhindern. Ganz zu Anfang wäre es vielleicht noch andersrum gekommen, oder? Ja gut, das will man sich an der Parade aufhängen, das Spiel. Das wäre unfair der Mannschaft gegenüber. Wir haben nach 10 Minuten vor der Stunde super gespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Nach 33 Minuten aber setzte sich Piet Schönberg auf der rechten Seite durch und Dennis Kozlov bedankte sich für die schöne Flanke mit dem 1:0. Das machte Laune. Gute Laune. Dann muss ich gleich was machen. Ja. Piet, klasse Spiel. Stimmt. Kurz darauf nutzte Erfurt die unerwartet klare Lufthoheit im Leipziger Strafraum gleich noch einmal. Eckball Heiko Nowak, Verlängerung Stefan Treitel und André Tietz macht das 2:0. Noch vor dem Pausentee dann die Spielentscheidung. Der Leipziger Rietsche holt Gabor Notch im Strafraum von den Beinen. Schiedsrichter Scheibel gibt Rot und Elfmeter. Heiko Nowak ist ein sicherer Schütze zum 3:0. In Halbzeit 2 packte die Leipziger der große Brust. Als Golovan auf diese unschöne Weise ausrastete, dezimierten sich die Sachsen selbst auf 9 Mann. Nach dem 4:0 von Kozlov in der 65. Minute waren endgültig alle Schleusen Richtung Gästetor geöffnet. Für den Schlusspunkt sorgte Treitel, der in der 69. Minute Notchs Vorarbeit zum 5:0 nutzte. Die Tore Fünfer am laufenden Band haben in Erfurt inzwischen eine regelrechte Rot-Weiß-Euphorie ausgelöst. Das gilt natürlich besonders für die ganz jungen Fußballfans. Jürgen Raab und seine Spieler konnten sich davon unter anderem in der Lessing-Schule überzeugen. Große Aufregung herrschte in der Regelschule am Nettelbeck-Ufer, als am letzten Freitag ein gemeinsamer Nachmittag mit den Rot-Weiß-Fußballern angekündigt war. Der Vorrat an Autogrammpostkarten war schnell vergriffen. Dann führte Dennis Kozlov gemeinsam mit einem mutigen Lessing-Schüler vor, wie man in einem Klassenzimmer mit einem Fußball umgehen kann, ohne gleich die Fensterscheiben zu Bruch gehen zu lassen. Anschließend war Fragestunde angesagt. Wie kommt man eigentlich in so eine Spitzenmannschaft rein? Ob wir eine Spitzenmannschaft sind, das lasse ich mal dahingestellt. Wir wollen eine Werft und wir haben hier angefangen im Sommer unter sehr ungünstigen Bedingungen. Verein im Konkurs, viele Spieler, gute Spieler haben den Verein verlassen. Und es sind wirklich die da geblieben, die erstens vielleicht keinen neuen Verein gefunden haben, zweitens die noch beruflich hier verankert sind. Und es war ja ein ganz schwerer Weg erstmal. Ja, die Ergebnisse haben das gezeigt und deshalb haben wir auch nicht von Spitzenmannschaft gesprochen. Wir wollten einfach über die Saison kommen. Wir wollten nicht absteigen und hoffen, dass wir die Klasse halten und dann sehen, was wird. Ein Nachmittag, den die Schüler nicht so schnell vergessen werden. Am Samstag steigt das Heimspiel gegen Plauen im Steigerwaldstadion. Der Ausgang dieser Begegnung legt sicher die Grundlage für die Atmosphäre, in der dann am 10. März das eigentliche Top-Ereignis des FC Rot-Weiß Erfurt über die Bühne gehen wird. Die Mitgliederversammlung, die den neuen Vorstand wählen soll. Wir sprachen am Rot-Weiß-Stammtisch mit den drei Hauptbeteiligten. Ja, ich begrüße hier an unserem neuen Rot-Weiß-Erfurt-Stammtisch den Herrn Schmalkogel, den Geschäftsführer, den Herrn Neumann, den designierten Präsidenten, kann man schon sagen, ja. Und den Herrn Wagner, den Konkursverwalter. So, am Sonnabend kommt der VfC Plauen hier ins Stadion und wie ich den Herrn Schmalkogel kenne, hat er schon wieder eine neue Überraschung vorbereitet. Ja, kann man sagen, wir hier im Team haben ja immer wieder neue Einfälle, neue Ideen. Diesmal ziehen wir den Frauentag vor, der am 8.3. normalerweise wäre. Am 7.3. haben alle Frauen freien Eintritt ins Stadion. Wir werden dort 111 Paris-Reisen verlosen, die wir dank der Unterstützung der Firma Union Reisen aus Leipzig bekommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle auch an den Geschäftsführer Ronald Krüger. Wir werden zu Gast haben den kubanischen Botschafter, das hat Herr Neumann möglich gemacht. Der
kubanische Botschafter wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, den Ehrenanstoß vornehmen. Also Sie sehen wie immer wieder was los im Steigerwaldstadion. Ich glaube, dann lohnt sich wirklich das Kommen. Gleich im Anschluss an dieses Spiel faktisch kommt das der nächste Höhepunkt. Und zwar am 10. März ist die Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß. Und da werden einige entscheidende Dinge vollzogen. Zum Beispiel wird dort gewählt. Und hier steht nunmehr der Mann, der als Präsident vorgeschlagen ist. Wie fühlen Sie sich denn, Herr Neumann? Wie fühle ich mich? Hervorragend, würde ich sagen. Weil uns gelungen ist, nach einem Dreivierteljahr so weit zu sein, dass wir einen Neubeginn im Auge haben, dass wir den Schritt in die Zukunft wagen können mit einer komplett neuen Mannschaft. Und es sieht also so aus, als hätten wir es geschafft. Und das ist natürlich Voraussetzung, wo man natürlich strahlt, wo man natürlich zufrieden ist. Und ich hoffe nur, dass am 10. März bei der neuen Mitgliederversammlung alle zahlreich erscheinen, alle sich darüber informieren, wie es weitergeht bei Rot-Weiß, wie die Mannschaft aussieht, und freue mich schon auf die Zukunft zusammen mit Rot-Weiß. Ja, und nun zum Herrn Wagner. Das Wort Konkursverwalter klingt immer ein bisschen hart, aber Sie haben ja für diese Mitgliederversammlung auch etwas angekündigt, einen Bericht zur Lage des Clubs, zur wirtschaftlichen Lage. Können Sie uns ein bisschen verraten, was da drin steht? Ach ja, sicher. Ich meine, ich habe jetzt circa 9 Monate den Verein in wirtschaftlicher Hinsicht betreut, in Anführungszeichen, und versucht, diesen Vergleich zusammenzukriegen. Das wird wohl auch funktionieren. Und dann haben die Mitglieder natürlich das Recht zu erfahren, was wir in dieser Zeit gemacht haben. Denn der Verein lebt ja jetzt weiter, und dann insofern sind auch diese 9 Monate ein Teil Vereinsgeschichte. Und dann werden die Mitglieder natürlich auch hören, was wir da gemacht haben. Und ein paar Details? Ja gut, mit den Zahlen ist ja schon relativ bekannt gewesen. Wir haben begonnen mit einem Schuldenstand in der Größenordnung von etwa 6 Millionen Mark. Davon waren 1,5 Millionen abgesichert. Und es ist eben schön, dass die Gläubiger das Einsehen hatten und im Prinzip auch für sich selbst die 10% akzeptiert haben. Wie schon wiederholt gesagt, besser als nichts, 10%. Und wir werden Mitte März soweit sein, dass wir bei Gericht den Antrag stellen können, das Verfahren aufzuheben, wegen, so sagen es eben die Juristen, Wegfall der Konkursgründe. Dann ist der Verein aufgrund des Vergleichs weder zahlungsunfähig noch überschuldet und kann insofern wirtschaftlich eigentlich mit einer sehr guten Position in die Zukunft gehen. Ja, da hören Sie es. Also sieht wirklich gut aus bei Rot-Weiß, und ich glaube, wer am Sonnabend ins Stadion kommt, der kann einiges erwarten. Die Frauentagsüberraschung von Geschäftsführer Schmalkoke noch einmal langsam zum Mitschreiben. Alle Frauen haben am Samstag um 14 Uhr im Steigerwaldstadion freien Eintritt. Mit dem Ausfüllen dieser Karte hat jeder weibliche Fußballfan die Chance, eine von 111 Vier-Tage-Reisen nach Paris zu gewinnen. Das Kommen lohnt sich also. Das meint unter anderem auch der Leiter des FC Rot-Weiß Fanprojektes. Olli, was macht das Fanprojekt am kommenden Samstag zum Heimspiel? Ja, ich hoffe erstmal, dass nach diesem hervorragenden Heimspielen der letzten Zeit, dass recht viele wieder ins Stadion kommen, und wir das Fanprojekt machen wieder 2 Stunden vor dem Spiel und oben end nach dem Spiel wieder unser Fanhaus auf. Das ist in der Nähe von dem Hauptplatz beim Steinhaus. Da treffen sich alle Erfurter Fußballfans und auch öfters die Fans der Gastmannschaften. Wir schauen dann zusammen die MDR-Sportschau hier Sport im Osten und dann meist auch RAN noch, um dann eben die anderen Fußball-Highlights des Wochenendes mitzubekommen. Und es wird dann meist auch noch gefeiert, wenn ein Sieg natürlich vorausgeht. Für ausreichend Zuschauerunterhaltung am Rande des Spiels gegen den VfC Plauen ist demnach gesorgt. Nun wollten wir von Rot-Weiß-Trainer Jürgen Raab natürlich auch wissen, wie er die sportliche Lage seiner Mannschaft einschätzt. Ja, Jürgen, gegen Tennis Borussia ist es nicht ganz so gut gelaufen wie sonst. Wird jetzt was geändert oder bleibt es bei der alten Devise? Nein, dass wir gegen Tennis Borussia verlieren können, das war wohl jedem klar. Mich hat geärgert, dass wir die ersten 3 Tore förmlich dem Gegner geschenkt haben. Also bei runden Bällen, Einwurf, Ecke, Freistoß haben wir geschlafen, und so ist TB relativ einfach zu den Toren gekommen, und dann ist es gegen so eine starke Mannschaft, wie die Berliner das sind, sehr schwer, dort noch ein besseres Ergebnis zu machen. Gegen Plauen läuft es besser. Bin ich überzeugt, dort wollen wir unser Spiel wieder machen, und wir müssen nur immer wieder aus den Fehlern, die wir begehen, lernen, und müssen vor allen Dingen bei diesen Dingen, wo eine klare Zuordnung da ist, dort darf der Gegner nicht solche Tore bekommen. André Teves kommt wieder in die Mannschaft zurück.
Ja, er ist gesund, er wird diese Woche mittrainieren und sollten sich keine nachträglichen Schwierigkeiten einstellen nach seiner Gehirnerschütterung, dann wird er wieder in die Mannschaft zurückkehren. Ansonsten bleibt die Aufstellung, wie sie ist? Im Grundsätzlichen ja, so viele Alternativen haben wir nicht und der Großteil der Mannschaft hat auch nicht enttäuscht bei TB. Wir haben spielerisch gut mitgehalten. Wir müssen, wie gesagt, nur an diesen Konzentrationsmängeln arbeiten und die abstellen. Hier auf dem Rot-Weiß-Trainingsplatz wollen sich Jürgen Raab und sein Team den letzten Feinschliff für die Partie am Samstag verpassen. Wir schauen mal ein bisschen zu. Unser Prominententipp schoss beim letzten Mal ein bisschen am Ziel vorbei. Mit seinem Tipp von 3:0 lag tatsächlich der Rot-Weiß-Geschäftsführer dem 5:0 Siegesresultat gegen Sachsen-Leipzig am nächsten. Herr Schmalkugel, tolles Spiel, toller Sieg. Jetzt haben nicht mal Sie getippt, ne? Nein, habe ich bei TV Erfurt leider nicht getippt, konnte auch keiner mit rechnen. Aber es scheint wohl so, dass wir jetzt jedes Heimspiel 5:0 gewinnen. Und an einem so einem Tag, wo man 5:0 gegen den Tabellenzweiten gewinnt, ist es natürlich traumhaft, kann nicht schöner sein. Jetzt ist natürlich so, ich kann Ihnen schon sagen, keiner der Fans hat besser getippt als Sie. Das heißt, Sie hatten schon das klasse Ergebnis vorausgesagt. Was macht man nun mit dem Rot-Weiß-Tipp? Ja, wir lassen ihn natürlich bei Ihnen in Ihrer Sendung weiterlaufen. Das ist ganz klar. Ist ja auch gut eingeschlagen, die Sendung. Und ich probiere es beim nächsten Mal genauer zu machen. Aber das ist halt ein bisschen Glück dazu. Die beiden Platzverweise haben sicherlich auch dazu beigetragen. Und, aber wie gesagt, da fragt morgen keiner mehr nach. Hauptsache, das bleibt in Erinnerung, dieser tolle Sieg. Auch TV Erfurt hat sich über die große Resonanz des prominenten Tipps gefreut. Um diesmal etwas dichter am tatsächlichen Spielergebnis zu liegen, hat Konkursverwalter Günter Wagner unser Team mit seinem Tipp ganz schön in Zugzwang gebracht. Wer dagegen halten will, erfährt Telefon und Faxnummer von TV Erfurt wieder am Ende dieser Sendung. Herr Wagner, am Samstag spielt FC Rot-Weiß Erfurt gegen Blauen. Ihr ganz persönlicher Tipp? Also angesichts der hervorragenden Verfassung, in der sich die Mannschaft zurzeit befindet, wäre alles andere als weniger als 4:1 eine Enttäuschung für mich. So, das war's für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und vielleicht sind Sie ja beim nächsten Mal wieder dabei.